Okay, ich zeige euch jetzt einmal die Steuerung der Schülertablets. Links das Schülertablet, rechts meins. Ich habe zwar Jump Teacher aufgeschrieben, aber irgendwie habe ich das gemerkt, bei der Performance dauert das alles zu lange. Daher nehme ich doch das die Apple-Steuerungs-App. Und zwar hier unten, Classroom heißt das, bei mir orange hier unten angelegt. Dann seht ihr hier eure Koffer. Koffer 1, 2, 3, 4, TGS sind alle. Da habe ich oben mal eine Klasse angelegt. Ich weiß, dieses Gerät ist Koffer 1. Das erkennt man daran, wenn man startet, steht hier Koffer 1, das 10. Tablet. Gut, dann gehe ich mal rein. Und jetzt seht ihr hier vorne schon, hier wird der Bildschirm angezeigt. Und ich kann jetzt sagen, zum Beispiel hier oben öffne für alle. Wenn ich kein auswähle, aber ich wähle jetzt mal ein Tablet aus, sagt okay. Jetzt für dieses Tablet hier vorne öffne die App Anton. Und ihr seht, links wird sofort geöffnet. Ich kann parallel dazu auch bei mir die Anton-App öffnen, hat er nachgefragt. Also habe ich jetzt Anton hier, aber das Problem ist, der Schüler kann Anton einfach zumachen. Dann ist es weg. Sage ich wieder, okay, öffne mir bitte die nächste App und sie wird sofort gestartet, wie ihr seht. Aber auch die kann er wegklicken. Daher gibt es einen Punkt Öffner und dann ist hier unten ein Button. Und jetzt nehme ich mal Anton. Tja, schade, sollte funktionieren. Jetzt wird Anton aufgemacht und Anton kann nicht mehr geschlossen werden. Das ist jetzt zu. Ich habe jetzt gesucht, wie kann ich das Ganze wieder rückgängig machen. Ich glaube, das ist hier das Auge funktioniert, das Auge, der Auge-Button ausblenden. Und da habe ich gemerkt, dass dann die Apps alle wieder geschlossen werden. Genau, so habe ich es jetzt gemacht. Ob es das der beste Weg ist, weiß ich nicht. Navigieren heißt, ich kann jetzt also, keine Ahnung, eine Internetseite aufrufen. Aber leider muss sie vor bei mir in den Favoriten gespeichert sein. Das finde ich etwas blöd, aber gut. Nehmen wir jetzt mal hier eine Urlaubseite, die ich hier habe und wunderbar links geöffnet. Ja. Auch hier gibt es wieder die Funktion Navigieren und vorne auf App beschränken, dann kann Safari auch nicht zugemacht werden. Okay, dann gehen wir ausblenden, war alles zumachen. Sperren heißt, ist gesperrt. Aber die Schüler eiern trotzdem noch rum, daher sage ich immer umdrehen, dann haben sie gar keinen Anreiz mehr. Gut, also Tablet ist gesperrt, wir können die Ansage machen und dann hat sich das oben verwandelt in entsperren. Tablets sind wieder entsperrt. Bei manchen funktioniert das nicht. Das liegt daran, dass sie, so vermute ich, in einem anderen WLAN sind. Wir haben den Gast-WLAN-Zugang ausgeschaltet und daher müsste es jetzt besser klappen, dass sie in TGS-PN drin sind. Und das befindet sich auch in dem gleichen Netzwerk und daher funktioniert das. Ah, da war schon Gast wieder, habe ich schon gesehen. Da. Da müsstet ihr es einmal umschalten. So, stumm schalten ist klar. Jetzt sind alle stumm geschaltet, alle 10 sind stumm geschaltet. Bildschirme, könnt ihr drauf gehen, dann würde man die Bildschirme von allen sehen, die da sind. Wie ihr seht, funktioniert es gerade nicht. Okay, Bildschirm anzeigen. Jetzt sehe ich das sogar in groß, ne? Was hier drauf gemacht wird, zeigt ihr mir dann hier auch an. Wenn ich zumache, ja, das wird dann hier original, denn fast ohne Verzögerung halt angezeigt. Ja, und dann kann ich hier noch eine Gruppe ausmachen, eine neue Gruppe, sage, okay, ich möchte Tablet Nummer die zusammen in eine Gruppe reinbringen. Okay, Klasse beenden, fertig, das war's dann. Parallel dazu gibt es halt Teacher, das ist die hier. Hier seht ihr noch einmal die Koffer und wieder die Tablets. Und jetzt merkt ihr gleich schon von der Verzögerung her, wie lange das dauert. Hier heißt das Ganze App-Log für die App, Weblog fürs Internet. Aber der Vorteil ist hier bei Weblog, dass ich eine Internetseite hier eingeben kann. Ich habe sie also nicht gespeichert. Dann kann ich hier oben rüber scrollen. Aufmerksamkeit ist halt
sperren und ich kann bei Jump Teacher hier vorne sagen, wie lange es gesperrt sein soll. Ja? Versuchen wir mal, um den Unterschied zu merken, so anwenden. Jetzt versucht er alle Geräte anzusteuern. Wir sind ja Gerät Nummer 10. Und jetzt ist auch gesperrt. Ja, und zwar ist es jetzt hier drauf, das ist jetzt also die App für Jump Schüler. Ich kann sie nicht zumachen, wie ihr seht, funktioniert nicht. Also gehe ich wieder zurück und sage freigeben, löschen. Und ich finde das ein bisschen unglücklich hier, dass jemand das nicht so richtig sieht, was gedrückt wird. Und jetzt werden alle Einschränkungen wieder gelöscht. Gut, okay, jetzt geht es doch von der Performance her. Sie können es also wieder zumachen. Also Einschränkungen kann ich auch noch machen. Kamera ausmachen, hier keine Kamera. Ja, kann ich verschiedene Sachen machen. Dann machen wir mal das Ganze. Ich gehe mal nur auf 10 und sage jetzt mal Einschränkungen, Kamera aus. Anwenden. Jetzt sucht er das Ganze und jetzt ist meine Kamera hier weg. Die App ist nicht mehr da. Ja? Jetzt gehe ich auf Freigeben, löschen und jetzt müsste gleich da ist sie wieder, die Kamera. Ja, also müsst ihr gucken, was ihr machen wollt. Ja, könnt ihr euch angucken, was es gibt. Fernunterrichtsklasse und Unterrichtsstunde starten, das ist ein bisschen komplexer. Da kann man von vornherein Unterrichtsstunden planen und dann starten. Kenne ich mich nicht mit aus, könnt ihr euch gerne mit beschäftigen. Ja, gut.